Hallo und herzlich willkommen. Ja, der heutige Beitrag ist wieder aus Anthony's Healing Path. Jemand hat sich das gewünscht, ich habe das in den Kommentaren gelesen und ich dachte dann auch, ja, wir könnten wirklich wieder mal einen irgendwie positiven Beitrag brauchen. Und deshalb habe ich das ausgesucht. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Anthony spricht über Gebet. Gebet ist ein weiteres kraftvolles Werkzeug für Heilung. Gebet verbindet uns mit unserem Glauben und bringt uns näher zu Gott und den Engeln. Wenn du betest, wird deine Botschaft gehört und ist für immer im Universum niedergeschrieben. Und wenn es um Heilung geht, können deine Gebete Wunder bewirken. Gebete sind also sehr wichtig für die Heilung. Wenn du oder ein geliebter Mensch krank ist, ist Gebet essentiell, um vorwärts zu kommen in der Heilung. Aber die eine Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass wir neben dem Gebet noch etwas anderes brauchen. Etwas, das Geduld heißt. Da gibt es einen großen Zusammenhang. Gebete werden nicht immer gleich erhört. Aber irgendwann werden sie immer beantwortet. Irgendwo auf unserem Weg. Selbst wenn wir hier weggehen. Eine Sache, von der es so wichtig ist, dass wir sie über Gebet verstehen, wenn es eine Sache gäbe, die ich euch mitgeben könnte, dann wäre es dies. Wenn es scheint, als wenn dein Gebet in diesem Leben nicht erhört wurde, es wird erhört. Es wird nach deiner Lebenszeit erhört werden. Es wird für die Menschen erhört werden, für die du gebetet hast. Es wird für dich selbst erhört werden, wenn du in den Himmel kommst. Denn unsere Gebete werden immer beantwortet. Ich möchte also, dass du weißt, dass Beten so wichtig ist. Sie werden immer beantwortet und werden immer gehört. Manche Gebete werden sofort erhört. Gleich am nächsten Tag oder in einer Stunde oder sogar in 10 Minuten. Gebete können sehr schnell erhört werden. Oft werden bei meinen Klienten Gebete auf der Stelle erhört, wenn sie zu den Engeln gebetet haben, zum Engel der Heilung zum Beispiel, der kommt und mit einer Gesundheitskrise hilft, oder zum Engel der Gnade oder zum Engel des Lichts. Ich habe Wunder gesehen, allein durch diese Gebete zu den Engeln und Gebeten zu Gott. Aber manchmal brauchen unsere Gebete ein bisschen Zeit, vielleicht einen Monat oder ein Jahr. Wir haben unterschiedliche Gebete. Manche werden gleich erhört und manche, wenn wir hier weggehen. Aber sie werden erhört und werden auch beantwortet. Nicht nur beantwortet, sondern erhört, gelöst. Also ist Geduld wirklich wichtig. Damit müssen wir uns also vertraut machen mit dem Akt der Geduld, der Intention der Geduld. Wir müssen dieses Wort kennen, es fühlen, es muss ein Teil von uns werden. Zu sagen, ich werde Geduld haben, ist ein wunderbarer Weg, um sich mit dem Wort zu verbinden. Wiederhole das vor dir selbst, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Gott, ich werde geduldig sein. Das kannst du sagen und dann kannst du sagen, Engel, ich werde geduldig sein. Geduld ist ein Teil des Gebets, ein wichtiger Teil. Und dann beten im Allgemeinen, zu wem du beten möchtest. Vielleicht möchtest du zu deinen Lieben beten oder zu anderen Menschen. In dem Sinne, dass du betest, weil du möchtest, dass sie dir zuhören. Das ist auch eine kraftvolle Art des Gebets. Zu Gott beten, zu den Engeln, zum Himmel, zur höheren Quelle, zum Licht. All diese Gebete machen einen Unterschied. Und sie werden deine Verbindung zur höheren Quelle stärken, deine Verbindung zu Gott stärken. Aber wir brauchen auch Glauben, brauchen Vertrauen, um zu beten. Also müssen wir sehr offen für den Glauben sein. Mit Glauben und Vertrauen in Verbindung zu treten und sie zu stärken, führt uns zu einer stärkeren Art zu beten, zu einem stärkeren Glauben, dass unsere Gebete auch beantwortet werden. Was erstaunlich ist, ist, dass selbst wenn du nicht dran glaubst, dass Gebete erhört werden, werden sie das aber, irgendwann. So machtvoll ist Gebet. Sobald du etwas sagst und du betest, wird es gehört. Eine der Techniken, die man verstehen sollte, ist das laut ausgesprochene Gebet. Beten, so dass deine Stimme gehört wird. Das heißt jetzt nicht, du musst schreien, du könntest auch flüstern, solange du es aussprichst und es ist nicht nur in deinem Geist. Natürlich ist es auch okay, wenn du in Gedanken betest, aber es ist extra machtvoll, wenn du es aussprichst, dich selber beten hörst. Wenn du das tust, hören dich die Engel. Sie mögen es nicht, wenn sie durch den ganzen Kram durch müssen, den wir im Kopf haben,
die Ängste, Sorgen, den Stress des Lebens, alles verknotet in unseren Gedanken im Kopf. Engel mögen es nicht, da durchzusurfen, sie mögen es, es aus deinem Mund zu hören. Und Gott mag das auch, wenn du kannst. Wenn du nicht die Fähigkeit hast zu sprechen, dann ist das okay. Die Engel wissen das dann und arbeiten extra hart. Aber das Aussprechen ist wichtig und auch eine Intention, ein Engagement zu haben. Auch dann, wenn es dir an Geduld und Glauben fehlt. Diese Dinge arbeiten alle zusammen. Sagen wir, dein Glaube ist nicht so stark, aber du sprichst dein Gebet aus. Das ist kraftvoll. Sagen wir, du hast nicht so recht Geduld, aber trotzdem betest du laut. Das ist kraftvoll. Du kannst auch für andere Menschen beten, aber habe auch keine Angst, für etwas zu beten, was du brauchst. Denke nicht, dass das egoistisch sei. Denke das überhaupt nicht. Wenn du etwas brauchst, dann bitte die Engel. Bete. Denn ich weiß, du wirst auch für andere Menschen beten, zum Beispiel für deine Lieben. Dankbare Gebete sind sehr wichtig. Das heißt, wenn du nichts brauchst, aber du bist dankbar, dass Gott deine Gebete erhört, dass die Engel deine Gebete hören. Solche Gebete der Dankbarkeit sind kraftvoll, denn sie bauen deinen Glauben auf, dein Vertrauen, deine Geduld, all das wird entwickelt. Ihr sollt deshalb wissen, dass es wirklich wichtig ist, Gebete der Dankbarkeit zu beten. Und dann könnt ihr auch Gebete zum Schutz beten, wo ihr eure Lieben schützen möchtet. Ihr bittet also um Schutz für euer Kind, für eure Eltern, eure Freunde, für eure Tiere. Scheut euch nicht davor. Bittet darum, dass das Licht sie umgeben möge, dass es um sie herum getan wird. Das ist eine Form des Gebets. Ihr könnt also sagen, Gott, bitte umgib mein Kind mit Licht. Engel des Lichts, bitte umgib mein Kind mit Licht. Und du kannst das auch auf eine andere Art fragen, die sich für dich vielleicht besser anfühlt. Aber dies sind Gebete zum Schutz. Hab nicht das Gefühl, dass du im Stich gelassen wirst, wenn du betest. Hab das Gefühl bitte gar nicht. Es ist sehr schwierig, ein Gebet auszusenden, denn wir machen uns Sorgen, ob es wohl gehört wird. Du musst verstehen, ich weiß es. Spirit hat mir beigebracht, dass all unsere Gebete erhört werden. Ich weiß das. Und sie können lebensverändernd sein. Wunder geschehen durch unsere Gebete. Ich war oft Zeuge davon. Eine Übung, eine wichtige, ist, ein kleines Gebet zu schreiben. Ja, es auf ein Papier zu schreiben. Oder du kannst es auch in deinen Computer schreiben. Es kann ein Gebet der Dankbarkeit sein, ein Gebet für etwas, was du brauchst, oder ein Gebet mit der Bitte um Schutz. Aber du schreibst es auf, als sei es ein Gedicht an den Himmel, an Gott, an geliebte Menschen, die schon hinübergegangen sind. Es muss nicht perfekt sein. Belaste dich nicht damit, dass es perfekt sein muss, aber schreib es auf, wie ein kleines Gedicht, und dann merke es dir. Merke es dir, sodass es dasselbe Gedicht ist. Zuerst geschrieben und dann gesprochen. Wenn du also betest, es laut sagst, dann ist es dasselbe wie das Aufgeschriebene. Natürlich musst du nicht immer dasselbe Gebet sprechen. Du kannst ganz unterschiedliche Gebete sprechen, zu unterschiedlichen Zeiten und sie auf unterschiedliche Arten sagen. Aber es ist kraftvoll, wenn es zuerst aufgeschrieben wird. Es ist kraftvoll, es in Schriftform zu haben. Das Universum sieht es, Gott sieht es, du hast es geschrieben, es ist auf Papier. Es wird für immer existieren, selbst wenn das Papier verschwinden würde. Es ist für immer niedergeschrieben. Und merke es dir auch auswendig und sage es laut. Das ist eine machtvolle Art, Geduld, Glauben und dein Vertrauen in deine Gebete zu entwickeln. Ich bin mit euch auf dieser Reise. Viel Glück und Segen für euch. Wir werden zusammen beten. Ich werde für euch beten. Und wir werden vorwärts gehen in die Heilung. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.